Hallo Elektronikfreunde, ich habe hier von IC Station mal wieder einen Bausatz zugeschickt bekommen, kostenlos. Und zwar ist es in dem Fall hier dieses Do-it-yourself-Kit NE555 plus 74HC594, 16-Bit, 16-Kanal, Lightwater-LED-Modul. Und das Interessante, was ich hier daran fand, war die Tatsache, dass man hier keinen Mikrocontroller hat, sondern eben NE555-Timer und so ein Schieberegister HC595. Ich bin hier auf der Seite von IC Station und scrolle hier mal runter. Da sieht man also dann die ganzen Informationen über die Bauteile. Und man sieht auch hier den Stromlaufplan. Hier mit dem Timer und den beiden Schieberegistern. Es sind also zwei dort verbaut. Und man sieht hier unten den Aufbau der Leiterplatte. Ich habe den Bausatz hier bereits zusammengebaut. Und wie der funktioniert und was auch speziell an diesem Schaltplan eigentlich hier ist, da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Ich habe jetzt hier das Modul mal an 5 Volt angeschlossen. Also 5 Volt ist die Versorgungsspannung, weil ja 74 HC ICs verwendet werden. Beträgt also die maximale Versorgungsspannung 5 Volt. Und jetzt sieht man hier die Leuchtdiode im Kreis wandern. Ich habe hier so eine rote Plexiglasscheibe drüber gelegt, weil es ist extrem hell. Ich mache die mal kurz weg. Also ich selbst kann kaum reingucken. Es ist wirklich extrem hell. Deswegen habe ich jetzt hier die Plexiglasscheibe mal draufgelegt. Jetzt ist das erstmal ganz unspektakulär, aber es gibt zwei Taster auf dem Board. Und ich werde jetzt mal hier versuchen, das zu zeigen. Wenn ich jetzt hier mal den einen drücke, dann sieht man, es werden auf einmal mehr LEDs, die angehen oder an sind. Und wenn ich jetzt den anderen mal drücke, dann ist der Weg zurück, also es werden wieder weniger, wie man sieht, und ich kann Lücken sozusagen einbauen in das Muster. Also ich versuche es nochmal zu zeigen hier. Ich drücke einfach mal immer wieder mal. Jetzt werden es ein bisschen mehr. Jetzt wieder. Und man sieht, ich habe jetzt da so eine Art Lücke drin. Und so kann ich im Prinzip ja so verschiedene Muster dort laufen lassen. Das ist jetzt ganz nett gemacht an sich. Ja, ich kann jetzt also hier mehr oder weniger anbringen. Ich kann natürlich auch die Geschwindigkeit ändern. Da ist auch ein Poti drauf. Ich drehe das mal hier ein bisschen. Ja, dann ist schneller oder eben langsamer. Und die interessante Frage, die sich natürlich jetzt stellt, ja, wie funktioniert eigentlich die Schaltung? Denn es ist ja kein Mikrocontroller drauf, sondern nur eben so ein Timer 555 und zwei von diesen HC595. Dazu will ich mal hier kurz in den Stromlaufplan gehen. Ich habe hier mal den Stromlaufplan von der Seite von IC Station runtergeladen und will da ein bisschen kurz mal durchgehen. Also man sieht hier auf der linken Seite den Timer 555 in der normalen Beschaltung als A-stabile Kippstufe. Das sieht man daran, dass hier diese beiden Widerstände und dieser Kondensator vorhanden sind. Und das Poti jetzt in dem Fall ist hier zwischen 7 und Pin 2 und 6 angeschlossen, sodass das hier eine A-stabile Kippstufe darstellt. Und Pin 3 ist ja der Ausgang von dem Timer. Hier oben werden die 5 Volt eingespeist und hier ist nochmal so ein Glättungskondensator drin, um die Spannung hier stabil zu halten. Es gibt auch einige Dinge, die hier auffallen. Zum einen fehlt hier dieser 10 Nano, der im Datenblatt vom Timer ja eigentlich überall empfohlen wird. Den habe ich hier mal nachgelötet hier auf der Rückseite. Und ja, was mir auch noch aufgefallen ist, was auch fehlt, sind diese sogenannten Bypass-Kondensatoren. Jeweils für die beiden Schieberegister. Das sollte man eigentlich immer einlöten, damit wirklich am Schieberegister selbst oder an dem IC wirklich die Spannung nochmal stabilisiert wird. Was ist mir noch aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass die Bezeichnung hier ein bisschen anders ist als im Datenblatt. Deswegen habe ich hier mal meine Bezeichnung oder die Bezeichnung aus dem Datenblatt mal mit reingeschrieben. Es fehlen also hier die invertierenden Striche über den Bezeichnungen und die Bezeichnung hier sind auch nicht ganz richtig. Was noch auffällt, ist, dass die Leuchtdioden hier, das sind ja weiße Leuchtdioden, keinen Vorwiderstand haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, die Ausgänge hier liefern maximal 6 mA. Allerdings ist es so, dass bei diesen Leuchtdioden hier, das sind 5 mm Leuchtdioden, 6 mA eigentlich schon zu viel ist. Die werden natürlich sehr hell dadurch. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, 6 mA ist zu viel. Die werden dadurch sehr hell.
Vielleicht war es aber auch Sinn oder der Wunsch, dass man es sehr hell macht. Normalerweise würde ich hier also 2 Milliampere annehmen und dann würde ich entsprechend hier Vorwiderstände dort mit reinbringen. Von der Funktion her ist es so, dass dieses Clock-Signal, was hier erzeugt wird, an das Clock-Signal der beiden Schieberegister rangeht und dieser Serial Input, der geht eben einmal hier an den Ausgang Q7 nicht, über diesen R4, dazu komme ich gleich noch. Und dieser andere Serial Input, der geht hier über den anderen wiederum Q7 nicht dort ran, sodass das Schieberegister ja Daten durchschiebt oder Pulse durchschiebt, sodass sich das nachher alles im Kreis bewegt. Jetzt ist die Frage natürlich, was machen die Taster? Hier sind ja beide Taster eingezeichnet und was machen hier diese beiden Widerstände? Dazu habe ich mal kurz eine Erläuterung hier mit eingebracht und zwar einmal R3, also der verhindert einen Kurzschluss, wenn beide Taster gedrückt sind. Wenn beide Taster gedrückt sind, dann liegt dieser Punkt hier auf Plus, ne, der geht ja hier an VCC. Und wenn dieser gedrückt wird, dann würde er, wenn dieser Widerstand nicht drin wäre, auf Ground liegen, es wäre also ein Kurzschluss. Deswegen muss hier noch ein Widerstand rein, verhindert also da so einen Kurzschluss. Und der R4, wozu ist der da? Der schützt diesen Ausgang. Das ist ja ein Ausgang hier und der geht ebenfalls an diesen Taster. Und man weiß ja nicht, in welchem Zustand dieser Ausgang sich befindet. Wenn der also auf Low wäre und ich drücke den Taster, dann würde ich diesen Ausgang hier kurz schließen, ne? Weil der an VCC geht. Also deswegen ist der hier als Sicherung oder Schutz für den Ausgang Q7 nicht gedacht. Die Taster an sich sorgen dafür, dass ich, während die einzelnen Bits hier durchgeschoben werden, dass man zwischendurch mal eine logische 1, also mit SW2, oder eine logische 0 mit reinschiebt. Also ich kann dann, je nach Clocksignal, wenn ich SW1 drücke, kann ich ja hier in das Serielle eine 0 reinbringen und der wurde dann mit durchgeschoben. Das heißt, es entsteht eine Lücke. Oder, wenn eben viele Lücken sind, dann kann ich auch SW2 drücken. Der ist ja an Plus, an VCC. Und damit würde hier eine logische 1 in das Serielle mit reingehen und ich würde dann diese 1 dann mit durchschieben. Und deswegen kann man dort sozusagen das Muster verändern. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht. Ich will das dennoch noch mal zeigen, auch wenn ich vorhin das schon mal kurz gezeigt habe. Ich mache das mal hier kurz an und lege das mal hier hin. Man sieht also, er läuft jetzt hier wieder durch. Ich mache die Platte mal wieder rauf, sonst wäre ich noch blind. Und wenn ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, welcher Taster welcher ist. SW1 ist der für die Lücken. Wenn ich jetzt also SW1 hier drücke, dann kann ich hier, ich muss mal schauen, zu bestimmten Zeitpunkten, ja, der scheint zu prellen, beziehungsweise, nee, das scheint nicht zu gehen im Moment. Doch, jetzt wird es mehr. Die Beschriftung ist offenbar falsch, denn ich habe jetzt mehr Leuchtdioden dort. Und wenn ich den anderen Taster mal drücke, dann kann ich eben hier, wie man sieht, auch viele Lücken erzeugen. Ja, es wird dann ein bisschen weniger natürlich, aber das Muster sieht dann etwas anders aus. Also wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen drücke oder gedrückt lasse sogar, dann füllt er sich irgendwann auf. Und wenn ich einen anderen Taster drücke, dann bekomme ich meinetwegen sowas raus. Also es ist sehr nett gemacht eigentlich. Es ist ein kleines Spiel sozusagen, was man nachher vielleicht auch irgendwo dekorativ hinstellen kann. Ich habe ja nur nicht gezeigt, wie ich die jetzt zusammengelötet habe. Kurz eine Meinung dazu. Also die kann man durchaus auch einem Anfänger geben, so einen Bausatz. Wichtig dabei ist, dass man die Leuchtdioden einigermaßen gerade ausrichtet, also dass es nicht zu schief wird, dass man die runtersetzt, dass man nicht zu lange lötet bei den Leuchtdioden, sonst gehen die vielleicht kaputt durch die Hitze. Es ist eine einseitige Leiterplatte, Hartpapier und ist eigentlich relativ einfach zusammenzubauen. Ja, das war mal so eine kurze Vorstellung von so einem Bausatz von IC Station. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.